Hallo zu einer Folge ECM mit Cajajual, der Vuelta a Valenciana, Etappe 3, Etappe 2. Habe ich die ganze Zeit versucht zu starten, ist immer an derselben Stelle abgeschmiert. So, die Rennsituation ist diese: Wir haben eine 5-fache Spitzengruppe, die ja, 45 Sekunden vor dem Hauptfeld ist, also nicht mehr der Rede wert, keine Chance mehr auf den Sieg. Zeitkreis gerade Zhu Yuhunho, der Belarusse, angegriffen aus der Kipu Euskadi Mannschaft. Wir sind mit Antonino, ich weiß nicht mehr ganz genau den Vornamen, Molina in der Spitzengruppe. Die Bergwertung konnte sich Nekentiti von der, wie hießen sie nochmal, Mannschaft, wo sind sie, da, Cycling Club Taviria Mannschaft, vor Garagiov, ebenfalls von der Cycling Club Taviria und Nelson Oliveira, der Typ, der Typ, Movistar Mannschaft, hier im Sprint, auch nicht der Rede wert. Auch nur Vierter, Fünfter, irgendwo, wir haben da mitgesprintet bei beiden Mal, aber sind zu schwach, ja. Molina ist jetzt kaputt. Das war's, mein Freund. Und wir werden natürlich in den Sprint mit Malucelli gehen, also die zweite Etappe, ne? Aufnahme ging, also ich habe da noch nicht aufgenommen, aber das Spiel ging nicht, immer an derselben Stelle. Aber ich zeige euch jetzt nochmal die Etappenausgang, ja, mit Nelson Nibali und Matthias Frank. Nibali gewinnt von Matthias Frank. Formulo, Herrada, Ullemont, Valens, Eiking, Kangert, Jungels, Van Garderen, Martin, Bennett, Coman, Tolhawk, Zakarin, Ella und dann kommen auch schon wir. Top 20 machen dann fertig Petersen, Peters, Calopin und Dubai, ja, in der Gesamtwertung würde ich natürlich wünschen zu Nibali für Zahlen Gangart und Frank Allen, Jungles, Frank, Formulo, Herrada, Zakarin, Williamont und Todd Hoog. Warum sind hier vielleicht, wenn wir welche, wo kommen wir? Dann seit dem Padilla 44. 3 Minuten 33 Rückstand, Genergy 49. 4 Minuten 13 Zurückstand, ja, Bergwertung für ebenfalls Nibali, U25, also Nachwuchswertung, Antoine Tolhawk, Teamwertung, Agel, Lam und Yal. So, wir sind jetzt 8 Kilometer vom Ziel, Molina, ja komm, du hast Pause, du musst hier nicht weiterkochen. Es ist bis jetzt alles ganz ruhig. Juan P. Lopez, ich weiß nicht, ob er so heißt, von der Cometa Cycling Mannschaft ist zurückgefallen. Wir sind mit Malucelli vorne. Wir werden natürlich nicht unseren eigenen Sprintzug fahren, sondern irgendwie uns irgendwo dranhängen an Jakobs oder so und versuchen, dass er uns so lange wie möglich halt, ne? Ja, jetzt fällt mir zurück, warte mal, kannst du. So, ne, ich kann es ferner liefen, ankommst, hast dein Tageweg erledigt, zwar nicht gut, aber hast du erledigt, der eigentlich vor, ne, in der Bergwertung bis zu punkten, nicht, dass wir die Bergwertung gewinnen, ach, ficken, ey, komm, ist doch jetzt nicht wahr, ja, komm, da schicken jetzt keinen zurück, häng mich einfach an die Gruppe hier dran. In der Gesamtwertung ist sowieso weg. Also, Ziel war ja Top 10. Wäre auch wahrscheinlich geschafft, wenn ich der Zeitplan wäre. Auch wenn ich nicht simuliert hätte. Es kommt nochmal eine bergige Etappe oder hügelige Etappe. Hier, da gehe ich wahrscheinlich in die Ausreißergruppe dann mit Padilla. Ja. Auch jetzt habe ich den Sprint schon wieder verpennt. Jetzt macht er nicht, was ich will.
Ach komm, ficken. Dann ist Istari wohl unser besser Mann im Sprint. Vorne gewinnt Barbero vor Bonifacio, Jakobsen, Etiol, Zub, Cimolai, Seneschal, Jensen, Gasparetto, Wellens. Dann hier so ein Grübchen. Da. Ey Gott. Ich hasse es. Ich hasse es. Hier, drei Ausreißer dabei. Ich hasse es. Scheiße, 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 scheiße. Mann, das war jetzt schon mal so. Beim Harold Sunrace oder Mallorca-Rundfahrt war auch mit Malucelli da hinten. Wartet da, der Sprinter. So, Etappenstart. Barbero vor Bonifacio, Jakobsen, Betiol, Sub, Cimolai, Seneschal, Longcard, Jensen, Gasparotto. Ups, hab mich verdrückt. Wollte eigentlich jetzt nochmal die Sieger irgendwo durchlaufen lassen. Also, ne, hier nochmal, wir werden am Ende 22. Istari ist jetzt auch nicht der Beste. Also, mit 72er Sprintwert. Ne? So, kommen wir nochmal hier. Hier bleibt alles gleich. Genauso wie hier. Ja gut, Barbero ist jetzt auf Platz 2. Bleibt ebenfalls alles gleich. Und hier auch. So, gehen wir mal einen Tag weiter. Und den Compris de Besseges, dazu habe ich mich. Compris de Besseges, genau. Da habe ich mich entschlossen, den zu simulieren, weil ich will nicht alles zeigen, dann wird das ein bisschen zu lang, meiner Meinung nach. So, Matthew Van der Poel gewinnt. Ich jetzt, glaube ich, alle drei Etappen hier gewonnen, ne? Etappe. So, fangen wir an. Van der Poel vor Cocard, Gordini, Nasen, Bossenhagen, Mailat, Wiebe, Bivens, Düven und Royans. Wir kommen mit Nelson Soto auf den 50. Platz ein. So, zweite Etappe, Arthur Vichot vor Jeremy Balquess, Oliver Nasen, Matthew Van der Poel, Fabio Felline, der Gewinner des Herald Sun Race, Simone Contoni, Royans, Daniel Hülwart, Bossenhagen und Sylvain Dillier. Unser bester Mann Soto auf Platz 47. Platz Etappe 3. Van der Poel, Contoni, Kokar, Hangenechten, Düven, Mazin, Dupont, Petersen, Philinen, Nase. Unser bester ist wahrscheinlich wieder Soto, irgendwo im 50er Bereich. Nein. Aber Asturi im 55er Bereich, Soto dann 58er. So, allgemein, Gesamtwertung Van der Poel für Kokar und Vachon. Hier 44er mit Soto, Sprintwertung auch Van der Poel vor Nasen und Kokar, Bergwertung Fabio Felline vor Julian Antomachi und Tadej Pogacar, 25 Wertungen, Matthew Van der Poel für Conconi und Martin, Jasper Stuyven, Hofstetter, Molano, Petersen, Dupont und Teamwertung Sankt Michael Aubert, Team Akiya Samsic und wir sind, warum auch immer, aus welchen Gründen, Dritter in der Teamwertung. Na, Halle Julia. So. Sollen wir die noch fahren? Ich überlege gerade, ob wir die noch fahren. Nee. Nee, nee, nee. Also hier, ne? Das gibt es dann nächste Folge, wahrscheinlich morgen, Montag. So, wir haben noch ein paar E-Mails. Die Zukunft von Beat Cycling Club. Beat hat bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem von Gerd Projekehuzin geleiteten Team verlängert bis 2021 verlängert wird. Also, das nächste Ziel bekommen, die Limburg Klassik, sehr schön. Die Zukunft von Dale Marcel Promov, einer meiner Lieblingsteams, wie ich es schon gesagt habe, mein Lieblingsteam ist CCC, wird der Vertrag leider nicht verlängert, beziehungsweise der Name wird nicht geändert, sondern das Team löst sich auf. Personenhalber, das ist der Vertrag. Ja, wird eben bis 2022 verlängert und den Compris Paris-Vasco, wer teilnehmen darf, okay, wir haben Einladungen bekommen. Wir und Euskadi, Basque Country Warriors.
Die vier Volto-Teams sind natürlich auch mit dabei. Dann können wir das löschen. So, löschen. Dann gehen wir nochmal in Nachwuchsarbeit und gucken, was unser Scout so für Arbeit macht. So, Potenzial mal. Also, der meiste Potenziale ist Lennart Sture-Elgard und der sieht wirklich, wirklich vielversprechend aus. Auf den nehmen wir natürlich mal Fahrerauswahl fürs Intensiv Scouting. Dann Frederick Thomson. Ja, solide Werte jetzt, also solide, was heißt solide? Ein eher doch gute Beschleunigung, halt für ein Peitsche, das ist halt für Hügel noch ein bisschen zu schlecht. Eher würde ich sagen, dann würde ich ihn zum Sprinter umsortieren. Dann Xiano Romero Prades. Ein Nordklassiker aus Spanien, ist natürlich ein spanischer Fahrer. Dadurch, das ist natürlich sehr interessant. Gerardo Boli. Ja, den Rest, den überspringen wir, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und dann nochmal Weltfahrer, so Spanien. Wir können ja mal gucken, wer so frei ist. Vor allem die von Spiel generierten Talente. Ja, ja, hier zum Beispiel auf die Liste setzen. Nee, er nicht. Er ist zu alt. Ja, ich halte ihn halt nicht, deswegen habe ich danach geguckt. Er auch zu alt, hat auch einen Vertrag. Gut, nochmal hier. Ja, auf die Liste setzen. Das ist ein Sprinter, ein spanischer Sprinter. Sieht man jetzt auch nicht so oft. Okay, in Spanien wird es keiner sein, dann Italien. Hier. Da suchen halt alle so im 71er Bereich. Es gibt glaube ich immer zwei mit 71. Er hier vielleicht? Ja, genau, auf die Liste setzen. Und Frankreich. Ja, Europa. Kann das Alphabet nicht, sorry. So. So. Nee, kein Bock jetzt hier zu suchen. Aber er ist auch ganz interessant, also hat eigentlich solide Werte, wird man wahrscheinlich auch 2500 kriegen. Er kann aber auch mal auf die Liste. Dann gucken wir mal in Deutschland, da gibt es auch vielleicht 1, 2 gute Talente. Kenne ich hier jemanden, Yannick Meyer, nee, kein Talent. Nein, schaut nicht so aus. Er hier, ne? Ja. Ja, kann es auch mal auf die Liste. So kompliziert. Ich sage, tschüss. Bis denne, bis morgen.